Tommy Kirk. In den 1950er und 1960er Jahren war Tommy Kirk einer der bekanntesten Disney-Kinderdarsteller, der in Werken wie Dschungel der tausend Gefahren, Der fliegende Pauker und dessen Fortsetzung Der Pauker kann's nicht lassen mitspielte. 1963 erfuhr Disney jedoch, dass Kirk schwul ist, weshalb dieser dann gefeuert wurde. Am 28. September 2021 starb er mit 79 Jahren.